So, moin. Mal eine andere Perspektive. Ich habe eben hier bei dieser kleinen Brücke, wo diese Quelle unterdurchgeht, also da, habe ich gerade versucht, so mit so manuell Impuls rüber zu fahren, aber das geht nicht, weil das alles so nass und rutschig ist. Ja, ich glaube, da legt man sich nur aufs Maul. Das lassen wir mal lieber. Ja. Denkt man fährt hier schön lang, ist der Weg hier von den Kackforstmaschinen schon wieder komplett zerfetzt worden hier. Nur noch Matsch. Ach nee. Entschuldigung. Nicht die Forstmaschinen, sondern die Kack-Mountainbiker, was die hier schon wieder gemacht haben. Junge. Die haben hier richtigen Reifenspinner gemacht. Schön so einen fetten Burnout gezogen hier durch der Kurve. So Tokyo Drift mäßig. Ah, lecker. Schön saftig. Das wünscht man sich doch. Nee, top. Wunderbar. Ja Leute, 5 Minuten später ungefähr. Bin immer noch auf dem Weg des Grauens. Immer noch alles matschig und kaputt. Ja. Eben konnte man auch schon. Oh, ja, da hört man sie, die Mountainbiker. Weiß nicht, ob das rüberkommt auf der Kamera. Die hat eine dicke Stollen, du. Ach so, für die, die sich eigentlich fragen. Wo will der eigentlich jetzt hin? Ich bin jetzt auf dem Weg zu den nächsten Home Trail. Oh. Könnte noch ein bisschen dauern. Mich hier erstmal durch den Matsch durchkämpfen. So. Ich bin jetzt hier gleich schon angekommen am nächsten Home Trail, an unseren Grand Canyon Home Trail, der über so einen kleinen Baumstuppen geht, durch so einen kleinen Graben, würde ich mal sagen. Geht's mal los hier rein, hier. Mal gucken, wie das heute so ist, auf nassen Blättern, man da viel machen kann, was schon sehr rutschig ist. Und hier kommt der kleine Kicker. Joa, kann man machen. So, ich habe hier was entdeckt. Ich gehe jetzt mal gucken,
der sich hier sein Zuhause gebaut hat. Wer wollte hier denn Seven vs. White nachmachen? Das sieht auf jeden Fall nicht so aus, als hätten das Kinder hierher gebaut. Oder vielleicht doch, weiß man nicht. Wer will einziehen? Die Miete geht aber an mich, ne? Hier noch so ein kleines Haus für die kleinen Piepmätze. Direkt nebenan mit der Hausnummer. Oder Briefkasten, weiß ich nicht. Ja. Und mal weiterfahren, ne? Wer einziehen will oder Interesse an dem Haus hat, kann sich gerne in den Kommentaren melden. So, fahr dann mal weiter. Jetzt nochmal bergauf hier. Dann bin ich gleich schon am nächsten Home Trail. Jo. Ich starte jetzt hier den nächsten Hohenfall. Ich glaube, das wird ziemlich schwierig hier runter. Auf jeden Fall gut rutschig. Da ist der kleine Kicker. Meine Brille beschlägt. Boah, bisschen glatt. Und nächster Kicker. Das war's auch schon mit dem Trail. Schöne Runde drehen. Auf geht's, den Sumpfhof-Kicker senden. Puh. Da war einfach ein Reh. Yeah.